Die Schattenseite der Stadt untersuche Beta und das ist das nächste Ziel. Mal gucken, ob wir das als nächstes angehen, aber erst einmal hallo allerseits und willkommen zurück bei Far Cry 3. Also als nächste Mission, denn als nächstes haben wir den Außenposten vor, den Außenposten rechts von Amanaki. Ja, es gibt zwar einen, der ist noch rechter neben Amanaki. Wie viele Autos hier stehen. Aber wir sind genau da, wo wir sein wollen. Wir wollen hier mal aufräumen. Da, den Außenposten. Dann gehen wir zu dem da unten. Prüfung der Rakiat. Irgendein besonderes, seltenes Tier, was wir eh jagen müssen. Bin mir wegen des Visiers noch nicht so ganz sicher. Vielleicht packe ich wieder das andere drauf, denn mit dem konnte man nochmal ein Stück reinzoomen. Wie still das hier ist. Eine Nacht. So still und so friedlich, aber gleich nicht mehr. Oh, oh, oh. Das Geräusch war schon bedrohlich. Dieses Laufen, dieses schnelle Laufen in der Hocke sieht putzig aus. Oh ne, nicht wieder Hunde. Aber das sind mehrere und die sind, glaube ich, im Käfig. Ja. Macht hier jemand? Ist ganz schön was los. Schöne Rottöne haben sie. Ich würde dem gerne mal einen Stein ins Gesicht hauen. Wenn sich da automatisch lehnt. Wenn ich weiter nach links gucke, wie wir uns automatisch noch ein Stück weiter nach rechts lehnen. Das ist mir noch nicht ganz geheuer. Wir gucken uns erstmal etwas um, bevor wir herangehen. Also uns haben sie nicht gefressen. Die Hunde, die machen aber auch einen Lärm. Die bellen ja die ganze Zeit, ey. Hinten ist noch jemand. Ich glaube, das ist der, den wir gerade gesehen haben. Na, es sind zwei. Hier hängen Affenstecks vom Dach. Guck ich, von hier hört man die Hunde praktisch gar nicht. Dabei bellen die immer noch. Es sind erst drei da. Das sind jetzt gleich vier. Das ist ja eher ein Phänomen. Leider bleiben die nicht alle da stehen. Alle da stehen ist gut, keiner von den beiden bleibt stehen. Jetzt da hinten eher Ruhe. Apropos Ruhe, die sind heiser geworden, die Hunde. Schlammloch. Ist auch eine tolle Anspielung an Teil 2. Für mich zumindest. Scheiße. Ich glaube, ich habe mir den Treffer geholt. Es wird so langsam wieder hell.
Nicht nur gucken. Die sind komisch drauf. Dieses Visier vom Bogen, wie das leuchtet. Er sieht, von wo der Stein kommt. Aber er guckt nicht danach, wo der Stein... Das machen wir nochmal neu. Das waren einfach zu viele Steine da. Sind zu viele spitz geworden. Das war nicht gut. Na, wir heilen uns vielleicht oder wir sterben. Das kann man auch machen. Nicht das Auto wegballern. Das Auto ist kaputt. Wir auch. Wow. Da merkt man vielleicht doch diesen hohen Schwierigkeitsgrad. Und mittlerweile ist es nicht mehr so einfach. Es ist ein bisschen hell. Was wir auch machen können, einfach mal von hier reinschnippern und dann uns weit weg bewegen. Was ich aber lieber ausprobieren möchte, ist... Oh. Na, wir haben eh genug grüne Blätter. Wie weit fliegt denn das? Ich muss das einschätzen können, deswegen mache ich gerade ein paar... Jetzt hätte ich was springen müssen. Mache ich gerade mal ein paar Wurfversuche. Okay, geht eigentlich noch. Wir hatten hier Bock, das zu sehen, was wir hier machen. Ist das nicht eher hier hingeflogen? Was, plus drei haben wir nicht eigentlich jetzt? Vier mittlerweile? Irgendwo liegt hier noch C4 rum. Okay, kleine Palme. Alles gut. Weg. Ich hörte die jetzt nicht. Die machen uns nur den Rucksack voll. Ich will noch meine Falle zurück. Und das C4 wollte ich eigentlich auch wieder zurückhaben. Das ist das Palmenblatt. Das sah aus wie ein Grafikfehler, war aber nur das Palmenblatt. Sind wir wirklich mit dreimal C4 hier angekommen? Wir haben doch zuvor... Wir haben doch jetzt schon länger keins mehr benutzt. Naja. Ich möchte, dass ich wieder... vier Piraten beim Fass versammeln. Wenn wir C4 werfen, müssen wir uns aber auch einen Plan ausdenken, wo wir dann hinrennen. Am besten mithilfe dieses Sichtschutzes irgendwo in die Richtung. Die vier, die hier dann stehen, oder gerade noch standen, die werden dann weg sein. Also rennen wir hier so in den Busch. Ja, das sieht gut aus, da ist eine gute Sichtlinienunterbrechung. Dann hier hinten und dann irgendwo hier hinten einen größeren Bogen nach links, das der Plan ist. Das klingt gut. Ich will die vier einfach in die Luft jagen. Oh, jetzt kommen wir noch. Zufällig welche langgelaufen, das ist jetzt natürlich etwas anders. Das Blöde ist, der eine wird zu weit oben sein, den kriegt man hier noch, aber den da vorne nicht. Die haben uns nicht entdeckt, wie blind muss man sein? Die haben mitbekommen, dass jemand umgehauen wurde, oder? Sonst hätte er nicht Fork gesagt. Oh. Jede Menge Tote. Scheiße, hallo Huhn. Ich höre dich gackern. Das wird also nichts mit dem C4, wie ich es gerade eben noch vorhatte. Jetzt können wir eigentlich die Hundis mal rauslassen. Finde den Mörder. Schnell, dass hier hell wird. Krass. Wo wuseln die gerade lang? Komm raus, wo immer du auch
komm raus aus deinem Schneckenhaus. Können wir auch drüber gucken? Ja. Komm gerade von hinten wieder hoch. Also die waren wirklich nur in der Ecke, wo wir die umgebracht haben. Wir hätten hier ein paar Annäherungsminen verteilen können. Das Blöde ist, die müssen wir halt hinlegen, da wo wir stehen. Die können wir nicht einfach werfen. Das wäre cool, wenn wir die werfen können. Oh, die stehen gerade gut, die standen gerade gut, die waren gerade alle vier mehr oder weniger zusammen. Kacke. Schwerer Trooper. Okay, okay, den müssten wir sowieso mit einer Mine ausschalten. Wir müssen als nächstes unbedingt den schweren Takedown mitnehmen. Steht er hier vorne? 1, 2, 3, 4, 5, 6 sind das noch hier in diesem Außenposten. Der Dicke ist zwar dick gepanzert, hat aber keinen Helm auf. Sprich, den können wir mit einem Kopfschuss erledigen. Ah, jetzt kommt der Nahkämpfer an. Der Draufgänger. Wie zu der einfach schon unterwegs ist, so taumelnd wieder läuft. Finde ich aber gar nicht mal so schlecht. Zusammenreißen, das kannst du doch. Geh da mal hin. Geh da mal weiterhin, du Nase. Kein Grund zur Sorge. Kommt noch ein zweiter an? Ja. Wo rennt er denn hin? Ist da zu. Hat zu viel von seiner Flasche gesoffen. Molotow-Trinker. Jetzt liegt er einfach so da, der Molotow. Wenn da jemand drüber fährt, dann ist der Reifen kaputt und hier flammt es ein bisschen herum. Ziehen. Da drüben wäre ein Busch. Ne, er ist mir zu weit weg. Ja. Hier außen geht schon kein weiter hin. Na, vielleicht doch. Wenn wir wieder einen rauslocken, hier sehe ich gerade von der Ausfahrt oder Einfahrt, kann man ziemlich gut drauf gucken. Sind gleich da. Wir haben es gleich geschafft. Jetzt kannst du dich ausruhen. Naja. Brieftasche zu klein. Den ersten haben wir schon mal. Ach, Jason ist ein Vampir, wirft keinen Schatten. Die Hunde haben sich wieder erholt, die bellen wieder fleißig rum. Wir sind gerade nur die zwei. Okay, jetzt geht's los. Wo rennen wir denn dann hin, wenn das gezündet ist? Da hoch? Oh! Das kam von da drüben. Na, bitte schön. Nein! Scheiße, ich war zünden, hab ein weiteres angebracht. Jetzt sind die doch niemals an dem C4, die sind doch jetzt schon längst da weg. Kacke! Ich hab's am Baum angebracht. Oh nee, können wir den bitte mal zum Baum locken? Das hat was erwischt, das ist schon mal gut. Ihr sich freut, dass hier Leute sterben. Oh Mann, ey. Aber das ist halt auch Far Cry, da geht gerne mal ganz schön was schief. Oh, da ist schon wer. Ne, jetzt muss ich fahren. Ich dachte, hier wäre ein Kopf. Halte die Augen auf. Geil. Wie ich Far Cry einfach mag. Ich hoffe, wir ihn trapsen. Da kommt wer an. Was? Naja. Hey, ihr Hühner nur. Hier ist noch ein Schweinchen. Ich dachte, hier fliegen gerade Vögel hoch. Dann ist das ja ein Anreiz, für jemanden herzukommen, wenn hier Vögel aufsteigen. Dann ist es ja irgendwas, was die Vögel aufgescheucht hat. Wenn der hier oben ist, würde ich den ganz gerne abgreifen. Aber ich höre ihn gerade nicht mehr. Ich bin mal kurz leise. Kommt es wieder runter. Hm.
Ob die wieder gänzlich vergessen, dass wir jemanden umgebracht haben? Oder mehrere? Ich glaube ja. Umlaufen, damit wir aus diesem Bereich rauskommen, wo wir uns gerade vermuten. Ziegen, nicht bitte nicht. Bitte nicht verraten. So, war der Bogen groß genug? Gerade eben wollte uns noch jemand im Ansatz sehen. Schießen die einfach wild rum. Hier vorne ist schon wer, ja, da. Ketten-Takedown? Hier ist noch ein zweiter zu hören. Oh, der ist direkt vor uns. Okay, der klang gerade viel näher. Der ist nur da unten. Sagt er. Der Außenposten gefällt mir bisher sehr. Tschüss. Kopfschüsse sollten wir anvisieren. Als sollten wir erreichen, denn Kopfschüsse bringen am meisten Erfahrungspunkte. Auf irgendwas schießen die da in das Geballer oder ist denn der Rakiat angekommen? Wie viele sind das noch? Einer ist hier mindestens noch drin. Den haben wir ja gerade gesehen. Er stand mittig. Einfach neben seinem toten Kollegen steht und ihm das überhaupt nichts mehr ausmacht, dass hier jemand... Es ist nur ein Kratzer! Ja, deswegen liegt er da. Zwei mindestens noch. Ist ihm wieder schnurzpiep egal, dass hier ein Teamkollege, ein Kollege einfach tot rumliegt. ...60 Meter eher weit weg. Nee. Oh. Die Hunde lasse ich jetzt nicht los. Die sterben am Ende noch. Das sind bestimmt liebe Hunde. Wenn man sie nicht gerade einsperrt. Was nimmt die jetzt hin? Fällt mir gerade gar nicht, dass ich keinen Schirm habe, wo er genau ist. Jetzt müssten wir ihn, wenn wir nach links weiterlaufen, einfach mal anrennen. Upsi. Hä? Wo ist der Sack hin? Ich will hier ungern rein, wo ich nicht. Wenn ich nicht weiß, wo er ist. Was bei seinem toten Kollegen? Jetzt liegen ja zwei und das stört ihn auch nicht. Ich habe das Gefühl, er ist der Letzte. Sehr schön, im zweiten Anlauf mit maximalen Erfahrungspunkten geschafft. Super. 7 von 34.
Schwerer Takedown, der kommt jetzt zu uns. Tod von oben. Wir brauchen auch noch irgendwann den Tod von unten. Und schneller schwimmen kann auch nicht schaden. Und länger Luft anhalten sowieso nicht. Halt, was wir erstmal machen, ist speichern. Messerwurf Takedown. Töte einen Gegner und benutze dessen Messer, um einen weiteren Gegner zu töten. Warum können wir nicht einfach so Messer werfen? Ich will, ich will, ich will. Granaten-Takedown. Oh, der ist erst da unten. Wir haben einen Punkt, wir brauchen noch 1015 Punkte für den nächsten Fähigkeitenpunkt. Dann spare ich das erstmal noch auf. Spritzen 6 deiner Gesundheitswerte. Wir haben aktuell maximal 4 und die generieren ja 4. Okay, okay, okay. Wir brauchen noch einen weiteren Punkt. Wir haben mit den nächsten Außenposten eh vor. Wir wollten ja von diesem Außenposten hier über den Funkturm dann zum nächsten. Ja, 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 ja. Licht am Ende des Dschungels, nicht Tunnels. Bleibt alle wachsam! Keiner darf uns den Außenposten wegnehmen! Ich bin bewaffnet! Das schaffe ich schon! Ich nehme jetzt nicht jeden mit, den wir hier umgelegt haben. Oh, die hätten ruhig mal aufräumen können. Oh, cool. Auch wenn die halt schon ein bisschen zu braun sind für meinen Geschmack. Könnten aber gerade noch gehen. Je nachdem, wie die unter der Schale aussehen. Aber die müssen halt knallgelb sein und ein Hauch grün am Strom. Bisschen Geld ausgeben. Auch wenn es nicht viel sein wird, auf jeden Fall mehr C4 bitte. Mal wieder 6000. Ja, ist ein Unding, wie ich finde, Spritzen zu kaufen. Oh. Aber wir müssen das Geld irgendwie loswerden. Klingt schlimm, ist aber so. Ich habe ja schon alle Waffen angemalt, ne? Oh. Kann ich die Molotows noch anmalen? Erstmal sage ich Tschüss, Spiel. Gerade nochmal rechtzeitig gespeichert. Das Abstürzen, klar, nervt sowas immer, aber da das Spiel so großartig ist und bisher die Abstürze an nicht so schlimmen Stellen waren, überwiegend unten, als wir Lisa dann gerettet haben, war das nochmal etwas anderes, finde ich das noch verkraftbar. Noch. Mal gucken, wie lange noch. Hab aber auch noch keine neue, weitere Maßnahme gefunden. Die Far Cry 2 Tricks haben nichts gebracht und das mit dem Bildschirmlupe deaktivieren in zweierlei Hinsicht. Unter Windows, das hat leider auch nichts gebracht, wovon viele geschwärmt haben mit, oh ja, das hat mir geholfen, vielen Dank. Ah, Schraubenbaum, mein liebster Baum auf Rook Island. Weil Bananenbäume sind auch geil. Wir haben hier eine Todaufgabe. Gesucht Torch. Und zwar, ein Pirat hat sich mit seiner Gang auf einem Hügel verschanzt. Töte ihn mit einem Messer. Ganz traditionell. Oh, gerade keine Karte da. Das ist ein schönes Bild gewesen. 180 Meter auf einem Hügel. Steht der Baum noch? Hochgejagt, einfach hochgejagt. Ein Stück hinterm Hügel. Hinter der Kuppe. Es wird gerade wieder etwas überblendet. Stimmt die Einstellung noch? Ja, die Auflösung würde mir sofort auffallen. Ja. Fendon hätte den Kommandanten mit einem Messer oder Takedown. Die anderen können wir einfach so ab. Pfeilen zum Beispiel. Aber halt nicht das Hauptziel. Ein ausgewachsener Schraubenbaum. Wer ist denn von euch der Chef? Hier quietscht jemand. Der wechselt, glaube ich, gerade ein Rad. Ihr drei seid, glaube ich, alle keine Chefs.
kein Schiff. Der Hügel ist schon cool, da kann man gut runter lucken und auch scharf visieren. Ich würde ja erstmal gerne den Chef machen, bevor wir hier für großen Aufruhr sorgen. Nee. Okay, hinter dem Haus. 3, 4, 5, 6. Da hinten nicht noch einer? Das sieht optisch wie der Chef aus, aber der macht... Na gut, der kümmert sich um die Chefsache bei einem Auto, nämlich um den Motor. Ich das hasse. Dann mach's doch nicht. Wir könnten uns unters Auto legen, dadurch krabbeln und ihn dann abstechen. Nee, das ist nicht der Chef. Okay, haben Plan, wie der uns einfach nicht sieht, was für ein Tunnelblick der hat. Ja, die legen jetzt den da hinten und dann gehen wir von hinten an ihn ran. Macht der gerade die Motorhaube zu? Dann geht der ja gleich weg. Oh. Zum Glück ist Jason nicht breiter als der Baum. Klar ist Jason breiter als der Baum. Der Falsche geht da hin. Scheiße, es war nicht der Chef. Falls das der Chef ist, lieber mit dem Messer erledigen. Hab ich mich verhört? Weiß nicht. Ist auch nicht der Chef. Da gähnt was. Hm, das könnte der Chef sein. Das ist aber blöd, dass der gerade... Na, müssen wir mal den Stein ablenken, dass der gerade an der Wand lehnt. Ich würde den jetzt so gerne hier einfach den Hang runterwerfen. So gerne. Jawoll, tschüss, grüß uns den Sandstrand. Ja, das machst du sehr gut. Hahaha. Hui. Geil. Ist der Scharfschütze, der gerade geht? Nee, da vorne ist er. Der Chef rübst. Macht Lärm. So. Hui, ein Geräusch. Ah, ist der Chef, da ist der Chef. Ich das weh hier runterfliegen? Ich glaube, das reicht nicht. Ah, nee, überhaupt nicht. Ah, finde ich gut. Hat sich mit dem Fels ganz schön angefreundet. Alles sauber. Es war eindeutig das falsche Spiel, aber Pizza geht immer. Ich werde bloß die Gegenstände mitnehmen. Hat keine Gegenstände dabei, schätze ich. Päckchen Kokain. Boah, diese Aussicht. Wie, boah, ich würde ja gerne ein Haus hinbauen. Muss zwar jeden Tag den scheiß Hang hoch, wenn du hier einkaufen gehen willst, im nächsten Supermarkt, aber ach, für die Aussicht und für die Hochwassersicherheit
kann man das schon mal kaufen. Ich meine, schaut euch mal die Aussicht an. Das ist ja schon schön hier. Aber das hier ist nochmal viel, viel schöner. Boah. Ich würde hier gerne ein Haus beziehen. Und einen Gleiter hat man auch noch. Wie geil, ey. Ich die hintereinander fahren. Das sind Rakiat. Sicher ist sicher. Nicht beim Speichern abschmieren, ja? Ah, das Spiel. Schade. Kann man wirklich nicht nehmen. Uah. Weißer Pokerchip. Zwei Gleiter hat man hier gleich. Nicht schlecht. Hä, den haben wir doch, oder? Ach so. Nur wegen des Geldes leuchtet er noch. Ach. Unten beim Außenposten noch was zum machen. Nicht am Ende des Tunnels, das war. Der Außenposten ist da, da scheint nichts zu sein. Dann schnappen wir uns den Gleiter und fliegen mal nach dahin. Wir gucken schon in die richtige Richtung. Wir müssen den halt bloß etwas umlenken. Los, Gleiter, trag uns. Hier sehen wir richtig gut an. Ja, ein Stück nachts. Wie wär's denn mit dem Werfen eines Schattens? Da, war da gerade einer. Da ist der Außenposten. Wie schön das aussieht. Oh, noch ein schönerer Wasserfall. Das ist ja eher so ein kleiner Sturz, aber das ist ein Wasserfall. Da ist ja noch ein Gleiter. Wir müssen gleich zwangsläufig landen. Hängt aber gar keiner am Gleiter. Kein Jason. Hier waren wir doch. Waren wir nicht hier alles? Ne, hier stand eine Hütte. Wir Büffel und Tiger umgebracht haben und dann kamen die Rebellen dazu. Das dachte ich jetzt, aber das ist nochmal woanders. Ich glaube, hier müssen wir hin. Hi. Geht um. Vermisst er mich auch? Wer vermisst hier wen? Ist das übergroßer Rosenkohl? Ich glaube, es ist nur Kohl. Lass mal Sachen plündern. Wann ist es hier endlich wieder sicher? Gut. Erstmal speichern. Vielleicht passieren hier wilde Sachen.
Du bist der, von dem die Dorfbewohner reden. Danke, dass du mit mir sprichst. Ich bin Jason. Darf ich dich um Hilfe bitten? Ich schäme mich, aber ich kann hier mit niemandem reden. In meiner Religion gibt es keine Geheimnisse. Schon gut, ich erzähle nichts. Ich danke dir. Ich sage das oft, nicht wahr? Mein Mann sagt das jedenfalls. David, er ist ein gottesfürchtiger Mann, aber ich fürchte, dass er mit einer anderen Frau fremd geht. Tut mir leid. Ich will es nicht sehen, aber ich will es wissen. Kannst du gehen? Für mich? Ihn finden? Sehen, wen er trifft? Wenn es wahr ist, weiß ich, dass der Herr ihm vergibt. Das ist eine Einstellung. Er soll ihn also herumspannen. Klingt, als hätte sie durch einen Taschenrechner gesprochen. Soll ich mal eine bessere Stimme zulegen? Eine bessere Stimmqualität? Oh, diese Ziege. Ob sonst noch jemand krank geworden ist? Jetzt hier von deiner Nachbarin, oder? Oh, wir müssen jetzt hier, ich sehe gerade auf der Karte, wir müssen hier suchen. Das ist David. Mit wem redet der nur? Vielleicht komme ich näher ran. Ganz unauffällig. Mit Kiefers Hilfe werden wir die Piraten vertreiben. Naja, das ist nicht das, was wir hören wollen. Da ist doch ein Tipp drin. Hier ist doch gut. Ich hasse diese Scheißpiraten. Du hast's leicht. Du hast nichts zu verlieren. Ich hab Rebecca. Du belügst sie doch. Ich liebe sie. Aber du belügst sie. Sie ist sehr religiös. Sie wird es nicht verstehen. Ich will ihr nicht wehtun. Ganz unauffällig. Du bist ungerecht. Kann sein. Wegen Rebecca? Wegen mir. Psst, nicht so laut, Jellak. Du glaubst, ich hab nichts zu verlieren? Bitte, ich... Wenn du zurückgehst. Wieso reden die nicht weiter? Kehre zu ihr zurück oder stell ihn zur Rede? Der hat nichts mit einer anderen Frau. Der hat was mit dem Typen. Ihn zur Rede stellen ist halt nicht unsere Aufgabe. Ich meine, wer sind wir denn, dass wir uns da in die Beziehung einmischen? Insofern stelle ich nicht zur Rede, sondern... Leider haben wir jetzt auch nicht alles gehört. Jason hat schon alles verstanden, bestimmt. Jason, schön dich wiederzusehen. Hast du meinen Mann gefunden? War er bei einer anderen Frau? Nein. Gott sei Dank. Er liebt einen Mann. Ein Mann? Jellak? Er schläft mit Jellak? Jesus Christus, wie konnte er mir das antun? Bitte, du darfst es niemandem sagen. Wir machen einen Schnitt. Durch seine Kehle? Ich schneide ihm den Pimmel ab. Ich danke dir. Auf Wiedersehen. Ich bin sicher, sie macht nur Spaß. Ganz schön tolerant. Null. Einfach nur was Gutes getan. Okay. Na dann viel Erfolg beim Vorhaben. Wir werden dabei nicht helfen. Oh, hallo, Geld. Schade. Na gut. Sagt sie aber auch nichts, dass wir über ihren Tisch springen. Wie sie aber auch gleich wusste, mit wem er was hat. Ich wette, die wusste das die ganze Zeit, hat bloß einen Vorwand gesucht, um zu sagen, um jemanden sagen zu können, ich schneide ihm den Pimmel ab. Und deswegen hat sie uns beauftragt. Ah. Halt, sie fahren zu schnell. Ist eindeutig zu schnell. Wir hatten den Paraglider dahingestellt. Was machen wir denn als nächstes? Der Außenposten? Wir brauchen ja noch ein paar Erfahrungspunkte für den dann schweren Takedown. Ja, ich würde sagen, den wir sehen wir an. So. Da so. 45. 90 Grad Winkel und wir kommen irgendwann in etwa an. Da ist er. Hier wird's nass. Ich würde sagen,
dieses Stück Weg gehen wir in der nächsten Folge an. Und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Und tschüss.